Bei einem Zimmerbrand in einem Haus an der Häuslinger Straße in der Siegner City wurden am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr zwei Personen durch Rauchgasvergiftung verletzt. Insgesamt 25 Feuerwehrkräfte der hauptamtlichen Wache Siegen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hain, Hammerhütte und Bürbach eilten mit ihren Fahrzeugen zum Brandort. Gemeldet wurde der Brand von einem der zwei Hausbewohner. Der 45-jährige Mann wurde durch Brandgeräusche geweckt, der Sprühbrand selber war zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon 30 Minuten am Brennen. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte sind dann mit einem Trupp unter Artenschutz in die betreffende Wohnung und löschten den Brand schnell mit einem C-Rohr und weiteren Kleinlöschgeräten. Zur Belüftung der völlig verrußten Wohnung wurde ein Lüfter eingesetzt. Einem kleinen Vogel konnten die Feuerwehrleute nur tot bergen. Ein Hausbewohner wurde durch Rauchgase schwer, der andere leicht verletzt und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden nach ersten Schätzungen von rund 50.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen in Bezug auf die Brandursache aufgenommen.